Und wenn die futtern, dann werfen sie gleich mit Geschenken. So wie man das von den Gachas so kennt. Der hat für uns so ein normales dabei, ne? Gacha Crystal. Oh, nein, nein, nein. Oh, das ist nicht gut. Oh, da unten ist ein Tech Raptor. Das ist überhaupt nicht gut. Und herzlich willkommen zum Winter Wonderland 5 Special. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, tatsächlich ist es schon fast soweit. Weihnachten hat sich dieses Jahr so ein bisschen heimlich angeschlichen. Und wer jetzt nicht genau auf den Kalender guckt, der könnte es verpassen. Aber für alle, die hier in der Welt von Ark unterwegs sind, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Denn hier ist der Gacha-Klaus unterwegs und natürlich der Raptor-Klaus, der uns hier mit Geschenken bewirft. Mit coolen Mistletoes, Kohlestücken, natürlich Chibis und allen möglichen Items, die da so drin sein können und die wir natürlich finden wollen. Wer Weihnachten in Ark verpasst, der hat also wirklich nicht genau hingeguckt. Es gibt wieder jede Menge zu tun. Wir schauen mal runter in unseren Kochtopf hier und da sehen wir dann auch direkt die Event-Rezepte. Da sind auch wieder viele neue dazugekommen. Das Weihnachtsevent, also dieses Winter Wonderland 5 dieses Jahr, ist noch bis zum 7. Januar aktiv. Das heißt, wir haben noch wirklich viel Zeit, hier die ganzen Sachen freizuspielen. Dafür brauchen wir meistens Kohle und Mistletoes, die wir eben aus den Geschenken bekommen. Und aus den Geschenken können wir auch wieder die neuen Chibis bekommen. Natürlich gibt es wieder neue Chibis. Und zwar sind das 7 Stück. Das ist einmal das Scheinhorn, das Featherlight, der Glowtail, der Bulbdog, der Kairuku, natürlich mit Tophead, ist ja klar, und das Reindeer. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch den Gacha-Klaus als Chibi. Also es lohnt sich dieses Jahr wirklich, so ein paar Geschenke zu sammeln und sich da die neuen Chibis zu holen. Also ein Gacha-Klaus als Chibi ist natürlich schon ziemlich witzig. Da gibt es wieder viel Neues. Auch hier bei den Skins seht ihr schon, dass da einige neue dabei sind. Da gibt es, glaube ich, auch so 7 neue oder sowas in der Art. Das sind, glaube ich, alles die hier unten. Das sind sogar mehr, ne? Ja, das sind sogar 8 neue Skins. Ich glaube, die sind zum großen Teil hier unten. Ich weiß, dass wir den Bronto letztes Jahr schon hatten. Der T-Rex ist neu und die Bulbdog-Skins sind neu. Zum Beispiel dieser Bulbdog-Sweater-Skin hier. Die sind neu und ja, da gibt es eben wieder jede Menge coole Skins zum Freischalten. Außerdem natürlich die ganzen Sachen, die wir von letztem Jahr kennen. Zum Beispiel hier diese Nutcracker Slingshot und ähnliches. Also da gibt es jede Menge richtig coole Skins. Was auch total witzig gerade an den Jaboas aussieht, ist dieses Geweih. Das habt ihr vielleicht schon entdeckt. Auch super witzig. Also lohnt sich, die zu sammeln. Wir nehmen mal so ein bisschen Kohle mit für den Gacha-Klaus. Ansonsten denke ich, ja, ihr könnt das alles mal selber ausprobieren. Hier gibt es genug, was man natürlich mal testen kann. Man kann natürlich 3 Skins freischalten, die gibt es auch schon länger. Die kennen wir auch schon, den coolen Nutcracker Dance und so. Der muss schon sein, zu dieser Jahreszeit. Ja, und wir starten jetzt mal und gucken so ein bisschen, ob wir irgendwo so einen Gacha-Klaus auftreiben können. Das Event findet auf allen Maps statt. Das heißt, ihr könnt sogar hier auf Scorched Earth ganz normal euer Weihnachtsevent feiern, wenn ihr mal in der Wüste Weihnachten feiern wollt. Und auch hier ist der Gacha-Klaus unterwegs, den wir dann auch mit Kohle füttern können und coole Items dafür bekommen können. Das machen wir jetzt mal. Wir schauen mal, wo wir den finden. Ich hoffe, das ist nicht zu gefährlich. Das ist ein bisschen unentspannt hier auf Scorched Earth. Aber ich denke, wir finden da irgendwo eine Location, die ganz gechillt ist, wo wir gemütlich unsere Gacha-Klause füttern können. Auf den offiziellen Servern ist natürlich auch wieder das Event aktiv. Und da gibt es dann doppelte Raten, doppeltes Sammeln, doppeltes ich glaube doppelte XP und doppeltes Breeding, also das Aufzüchten von Jungtieren geht wieder ein bisschen schneller. Doppelt so schnell, das ist schon ganz ordentlich. Und das Event ist natürlich auch auf den offiziellen Servern bis zum 7. Januar aktiv. Jetzt müssen wir mal schauen, wo sich hier so Gachas rumtreiben. Ich denke, wir fliegen mal so ein bisschen Richtung Seen, in die kühle Schlucht, dass wir keine Temperaturprobleme bekommen und das ist auch so relativ gechillt. Da können wir uns ein bisschen aufhalten, ohne gleich gefressen zu werden. Das ist auf Scorched Earth immer so eine Sache. Wir haben zwar Zeus dabei, aber ungefährlich ist es trotzdem nicht. Da ist einer. Ich sehe ihn. Das sind 2. Mögen die sich nicht? Doch, die mögen sich. Ich dachte schon, die tun sich da irgendwas. So, wir steigen mal fix ab. Und Feuer haben wir natürlich auch dabei. Okay,
falls irgendwas sein sollte. Du wartest mal auf uns und wir gehen so lange die Gacha-Klause hier füttern. Die Gacha-Klauses sind super friedlich, die tun uns nichts und wir können bei denen ans Inventar ran und denen so ein Stück Kohle geben. Und wir geben denen immer eins zur Zeit. Ich glaube, der hat den Skorpion abgeerntet. Der hat Fleisch und sowas dabei. Wenn man denen mehr Kohle gibt, dann bringt das, glaube ich, nichts. Der futtert jetzt. Der andere kriegt auch ein Stück Kohle. Und wenn die futtern, dann werfen sie gleich mit Geschenken. So wie man das von den Gachas so kennt. Der hat für uns so ein normales dabei, ne? Gacha-Crystal. Oh, nein, nein, nein. Oh, das ist nicht gut. Oh, da unten ist ein Tech-Raptor. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen da jetzt runter. Das ist nämlich ein gutes Geschenk. So, habt ihr uns schon gesehen? Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Das war ein Fehler, ne? Ich glaube, ich habe kein Kletterzeug dabei. Nee, das heißt, wir müssen außen rum gehen. Ich hätte Zeus mitnehmen sollen. Okay, auf jeden Fall gucken wir jetzt mal ganz kurz da rein, was da so drin ist. Das ist mal ein normales Geschenk. Ja, wir bekommen also so eine Giftbox da raus. Und wenn wir die jetzt... Ach so, das ist eine Giftbox. Also da ist, glaube ich, nichts drin. Die können wir einfach nur hinstellen. Und da können wir dann zum Beispiel Geschenke für irgendwelche Freunde verpacken. Da sind 3 Slots drin. Und bei den besseren Crystals bekommen wir zum Beispiel Candies raus. Es gibt die ganzen alten Holiday-Events-Items, die wir schon kennen, gibt es jetzt auch wieder. Zum Beispiel eben diese Candies mit, ich glaube, bis zu 10% Movement Speed. Also das ist kein ganz so guter. 5% ist aber auch schon ziemlich cool. Gerade hier auf Scorched Earth. Nee, oder? Ich stecke fest. Wir können uns zum Glück hier freikämpfen. Gerade hier ist es super nützlich mit dem Movement Speed, wenn man zum Beispiel Wirbeleier klauen will. Dann ist das einfach ein riesen Bonus. Also macht auf jeden Fall mega Sinn. Ich gehe jetzt mal wieder hoch zu Zeus. Das ist hier nicht so geplant gewesen. Da müssen wir jetzt einen kleinen Umweg laufen. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Wir schleichen uns einfach hier den Felsen entlang. Wir sollten da gleich hochkommen, dann können wir zurück zu Zeus laufen. Der sollte oben auf uns warten. Und dann können wir noch so ein bisschen die Gachas füttern, gucken, was wir da so bekommen. Also wir können Chibis bekommen, wir können die ganzen Event-Items bekommen. Ist ja klar, wir können auch coole Waffen und sowas bekommen, also das lohnt sich total. Und hier in der freien Wildbahn können wir auch wieder ganz viele bunte Dinos finden. Es gibt also auch neue Färbung. Oh nee, der hat mein Fleisch. Gib mein Fleisch zurück. Da ist noch einer. Der hat mein schlechtes Fleisch, das kann er behalten. Gib das wieder her. Wie viele Hitpoints hast denn du? Mein Flammenwerfer ist nicht wirklich effektiv. Brenne. Hoffentlich verbrennt mein Fleisch nicht, ne? Nicht, dass das danach schwarz ist. Okay. Auf jeden Fall haben wir das wieder. Gut. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. So rumlaufen macht unglaublich hungrig. So, ich mache jetzt nichts mehr ohne Zeus. Das ist mir viel zu gefährlich hier. Die sollten sich alle vertragen hier, hoffe ich. Wir verfüttern nochmal so ein paar von den Kohlestücken. Also wenn man denen mehr gibt, dann fressen die auch mehr. Aber man hat halt nichts davon. Also ihr habt schon gesehen, wir haben einen guten Kristall bekommen, obwohl wir nur einen Kohle verfüttert haben. Also wenn ihr da mehr auf einmal verfüttert, bringt das nichts. So, her damit. Nummer 1. Und... Oh, der haut schon wieder ab hier. Gut. Ja, dann füttern wir die einfach noch so einen Moment. Mit einzelnen Kohlestücken. Du kriegst auch noch ein Stück Kohle. So. Dann sollten die gleich wieder futtern. Ja, und es gibt eben diverse neue Farben auch. Also Dinos sind ja immer bunt bei jedem Event. Es gibt jetzt aber auch wieder neue Eventfarben hier für das Winter Wonderland 5. Und zwar gibt es Jade, es gibt Pine Green, es gibt Spruce Green. Also praktisch so, ja, es sind halt verschiedene Grünfärbungen. Da muss man sowieso mal sehen, wie die in Ark aussehen. Das ist ja immer so eine Sache mit den Farben in Ark. Das sind ja so ganz eigene Farben. Ich sehe hier nichts mit den Büschen. Die müssen wir mal kurz entfernen. Mit viel Lag. Oh je. Irgendwo müsste hier eigentlich noch ein Kristall sein. Nicht den Gacha anzünden. Ich weiß nicht, ob der dann nicht doch irgendwann böse wird. Ja, und es gibt Magenta, es gibt Glacial, also das muss da wohl so ein Weiß sein. Teal, das ist wohl so ein Grau, denke ich mal. Und es gibt dunkles Violett. Das sind neue Färbungen, die es vorher noch nicht gab. Also die Dinos werden immer bunter in Ark. Ich denke, die Gachas haben die Farben vielleicht auch so drauf, ne?
Das sieht ein bisschen so aus. Also sie hat einiges an Grün dabei. Der hat auch so ein Violett, Blau-Violett dabei. Also, die sind sowieso immer mega bunt. Super cool. Der andere ist so eher rötlicher, ne? Yeah. Mega bunt auf jeden Fall. Jetzt gucken wir nochmal, was hier so drin ist. Noch ein Geschenk. Also in den normalen Kristallen sind, glaube ich, immer so normale Event-Items drin. Ein Bulb-Dog-Chibi. Das ist schon mal cool. Das ist, glaube ich, einer der neuen. Ja, das müsste einer der neuen Chibis sein. Also die gab es vorher auch noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt schon den ersten neuen Chibi gefunden. Das ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Das dauert meistens einen Moment, bis man die bekommt. Oh, yeah, Fireworks-Skin. Und noch ein Chibi. Das ist aber ein Allosaurus-Chibi, also den gibt es schon länger. Wie gesagt, wir hatten da echt ziemliches Glück, dass wir schon den ersten bekommen haben. Die müssen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Chibi Bulb-Dog. Accept. Und angucken. Da ist er. Ist der auch schön bunt? Nicht so wirklich, ne? Der hat ein buntes Auge. Yeah. Die sehen sowieso immer süß aus. Und der ist praktisch genauso groß wie der echte fast. Ne? Ein bisschen kleiner ist er schon. Aber da können wir uns jetzt auch noch einen auf die Schulter setzen. Dann gibt es hier Bulb-Dogs ohne Ende. Ja, also das sind die neuen Sachen hier im Winter Wonderland Event 5. Ansonsten ist es ganz ähnlich wie die letzten, die wir auch schon kennen. Ich denke, die meisten von euch haben die schon mitgemacht. Es gibt jetzt schon, wie gesagt, das ist das fünfte. Ark ist schon nicht mehr das allerjüngste Spiel. Aber es macht immer wieder Spaß, hier die ganzen Events mitzumachen. Und da ist schon wieder Mittag, glaube ich, ne? Yeah. Und jetzt gibt es die Gacha-Klasse auch auf allen Maps. Das heißt, egal wo ihr unterwegs seid, ihr könnt überall Kohle verfüttern und coole Items dafür bekommen. Scorched Earth ist wirklich eine wunderschöne Map. Da kommen alle möglichen schönen Erinnerungen wieder hoch, wenn wir hier unterwegs sind. Eine meiner Lieblingsmaps auf jeden Fall. Die hat halt einfach wirklich Stil. Super tolle Map. Hier lässt sich Weihnachten eigentlich auch ganz gut feiern. Hier ist es auf jeden Fall immer schön warm. Ja, ich wünsche euch natürlich super viel Spaß hier beim Event-Items sammeln und Gacha-Klaus verfolgen und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen echt schon mega viel Auswahl an Items und da sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Also ich freue mich immer total auf die Events. Gerade diese witzigen Kleinigkeiten wie so Geweihe für Jerboas oder so. Da kann man einfach so lustiges Zeug mit anstellen. Ich bin jetzt erstmal wieder Gacha-Klause füttern, bis dann um Mitternacht wieder der Raptor-Klaus erscheint und mit Geschenken wirft, die ich natürlich dann wieder fleißig einsammeln werde. Ich wünsche euch ein paar wunderschöne Weihnachtstage. Lasst euch schön beschenken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Tschüss.